Hallo mein Freund und herzlich willkommen zum Live-Event Operation Ember Sky. Ja, endlich darf ich es spielen, endlich darf ich es zeigen. Und da es ja ein Crossover-Event mit Rainbow Six Siege ist, dachte ich mir, ich werfe mich mal in Schale und habe mir den Thermite. Ist es Thermite? kenn mich mit Rainbow Six Siege nicht so aus. Den Skin gekauft. Schauen wir doch mal gerade schnell nach. Wie heißt er? Da, Thermite, doch. Und Sophia habe ich mir auch gekauft. Ja, aber starten wir mit Thermite. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der ja quasi ersten Einsatzbesprechung. Legion, hier ist Nomad. Over. Wir haben einen Sentinel-Funkspruch über einen Ember-Ruin-Angriff auf den Harris-Hof abgefangen. Sie müssen sich den Zielort ansehen und nach Überlebenden suchen. Sammeln Sie so viele Daten wie möglich, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Dr. Ballard hat zugesagt, an einem Gegenmittel für das Gas zu forschen. Er braucht alle Daten, die er kriegen kann. Ich kenne ihn gut. Mit ihm an unserer Seite haben wir eine Chance. Nomad out. Wie seid ihr überhaupt hergekommen? Wir haben jemanden überwacht, der hierher kam, um Ember Ruin zu kaufen. Wir haben seinen Platz eingenommen und konnten fast problemlos auf die Insel. Mehr Leute kriegt ihr nicht hierher. Ja, wir wollten allein vorgehen, wie Sie. Wir haben sogar unsere eigenen Gasmasken. Das ist gut. Dieser ABC-Kram ist nicht meine Spezialität. Ja, und wie ihr seht, auch habe ich natürlich auch schon die Rainbow-Teamkameraden aktiviert. Und ja, dann legen wir los. Und wie ihr vielleicht auch seht, spiele ich mal wieder komplett ohne Hard. Was eine Herausforderung wird, denn ich habe von diesem Event bisher nur die ersten beiden Missionen gespielt und ja, weiß noch gar nicht wirklich, was auf mich zukommt, so nach diesen beiden Missionen. Und das ja, voraus. Die ist riesig. Bin gespannt. Das ist Ember Ruin. Wir müssen extrem vorsichtig vorgehen. Vor allem, weil ich halt auch das HUD ausgeschaltet habe für die Gasmaskenhaltbarkeit, halt alles komplett aus, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Hier das, was ich aufhebe zum Beispiel. Und hier den leicht geführten Modus. Ist das überhaupt der geführte Modus oder ist es... Nee, ist nicht geführt. Also es... Ach genau, die Einsatzziele, die habe ich aktiviert, genau. Deshalb wird das angezeigt. Da haben wir eine Maske an. Langsamer, Feinde in Reichweite. Wir werden hier draußen sicher nichts finden. Feind gesichtet. Na tot, da geht's nicht. Da hast du vollkommen recht. Also die Sicht hier ist echt, siehst du, 10 Meter und das war's. Passt auf die Zivilisten auf. Die haben schon genug gelitten. Ja, wo siehst du denn Zivilisten? Ich sehe hier die Hand vor Augen kaum. Gut, mit der Wärmebildansicht sieht man natürlich vorzüglich, aber wollen ja die Immersion nicht stören. So, wie schaut's denn hier aus? Da sehe ich einen. Schieben wir mal die Drohne los. So mitten auf dem Feld und sieht hier eh keiner. Der Nebel hier, das Gas ist viel zu dicht. Und hier haben wir eine Nachfüllstation. Mehrere Feinde. Eine Kiste. Und ich würde sagen, wir versuchen uns hier über den Norden, hier über die Nordseite reinzuschleichen. Als Klasse habe ich übrigens die Panther-Klasse gewählt. Immer noch auf Stufe 10, weil ich es noch nicht geschafft habe, weiter zu leveln. Oh, 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 schlechtes Timing. Seht doch, hier ist auch nichts zu sehen.
Kommt der hier rein? Hier ist nichts und niemand. Scheinbar nicht. Alles klar, wo müssen wir denn hin genau? Was müssen wir genau tun? So ein Quatsch. Hier ist doch niemand. Filter wechseln. Unsere Mission ist, unseren Filter zu wechseln. Na gut, dann können wir auch die ganzen Feinde ausschalten. Brecher markieren. Verstanden, ich komme. Und Kommunikationssymbol habe ich auch an. Hier ist doch nichts. Warte nur auf dein Zeichen. Such einfach Feuer auf mein Kommando. Sichtkontakt zum Feind. Was ist mit dem da? Genau, da ist er. Bin Feuer bereit. Okay, 3, 2, 1, Feuer. Was? Wieder mal ein super Schuss meinerseits. Wie immer. So, da hinten haben wir noch einen. Hier ist keiner. Den nehme ich. Feind erledigt. Dann wechseln wir mal den Filter. Hört sich mal ein bisschen an wie so ein Spielautomat. Den Harrishof erreichen. Der Harrishof, der ist nicht da. Da ist der Harrishof. Also südöstlich von uns. Ost, Südost. Gut, da unten haben wir direkt ein Boot. Das nützt uns aber überhaupt nichts. Also zu Fuß, südöstlich. Die Kiste lasse ich jetzt einfach mal links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh ja, südöstlich. Südöstlich ist gut. Ich habe ja den Kompass aus. Das ist auf jeden Fall eine weite Strecke durch das Gasgebiet. Das hier müsste ungefähr Südosten sein, ne? Ja. Ja, ohne Kompass ist es echt ein bisschen doof. Ich warte ja immer noch auf ein Update, das so eine Kompassleiste oben an den Bildschirmrand bringt. Wie bei Wildlands. Aber ich glaube, da kann ich vergeblich drauf warten. Da kann ich lange drauf warten. Ich habe das schon so oft vorgeschlagen. Ist das Wasser jetzt hier eigentlich auch verseucht? Oder ist es nur ein Giftgas, was nur über die Luft geht. Ich kenne mich da nicht so aus. Wenn ich richtig informiert bin, kommt das Gas Ember Ruin ja auch auch aus dem Rainbow Six Siege Universum. Ich weiß nicht, ob es in vorherigen Teilen von Rainbow Six schon da war. Aber die habe ich eigentlich alle gespielt. Das ist aber schon länger her. Ich höre Feinde. Meine voraus. Pass auf, dass du keine Zivilisten. Wir haben Gesellschaft. Okay, war wohl ein Zivilist, auf den ich da gerade gezielt habe. Ich sehe halt kaum was. Da laufen zwei, aber. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich zum Ziel. Ich könnte jetzt in meiner Hütte sitzen, Fernsehen. Na und? Wir werden so oder so bezahlt. Komm. Deine Bewegung. Abbruch. Zu sehen. Ja, bei mir verdammt. Ist auch alles ruhig. Hat so lange gebraucht. Hier ist niemand. Da kommt doch. Aber ich glaube, ich will hier doch trotzdem wenigstens teilweise so spielen, wie ich privat spiele. Und zwar auch die Kommunikationsmarkierungen ausschalten. Sodass ich nicht sehe, wenn ein Ziel aufgeschaltet ist. Das kann man nämlich ansonsten auch ganz gut benutzen, um ja, hier ist alles ruhig. Gegner zu tracken. Mein Bereich ist auch sauber. Ja, guck mal, deren Sicht ist scheinbar auch eingeschränkt. Feuer auf mein Kommando. Ich sorge nur für freie Bahn. Komm schon. Gib mir nur den Befehl. Feuer frei. Ja, bei mir. Dieser Commander gibt keine Befehle mehr. Es hat sich jetzt nicht unbedingt die schießt mit dem MG. Willst du mich verarschen? Die schießt mit dem MG. Unschallgedämpft. Alter, was? Hallo? Guck mal, die schießt mit dem MG ohne Schalldämpfer. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn da... Okay, also Synchschuss
dann vielleicht eher die Synchro-Schuss-Drohne in dem Fall. Wo haben wir denn? Simultanschuss-Drohnen? Da. Das war jetzt etwas unvorhergesehen. Ne? Nochmal neu orientieren. Die Richtung. Hier in diesem, hier mit die, unter diesen Sichtverhältnissen ist es verdammt schwer, sich zu orientieren ohne Kompass. Denn ich sehe halt auch so weit entfernte Points of Interest nicht, an denen ich mich orientieren kann, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, keine Ahnung, der Berg oder so, der ist irgendwie im Osten. Oh oh. Nomad fängt, beziehungsweise Thermite fängt an schwer zu atmen. Das heißt, Filterhaltbarkeit bei 40%. Ist nicht gut. Sind wir bald da? Ich bräuchte echt eine Filterstation. Wobei, ich habe doch Filter dabei. Ersetze ich mal hier gerade, damit ich die bei Bedarf austauschen kann. Ich habe mich ja noch bei Maria eingedeckt. Mir extra noch 3 Filter für insgesamt 300 Scale-Credits gekauft. Bin ich noch on track? Ich weiß es nicht. Alter, dieses Gas. Aber das ist echt eine coole Atmosphäre. Da vorne haben wir eine Filterstation, das ist gut. Ich glaube, die schalte ich doch auch aus. Aber dann weiß ich wieder nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist dann für Privatspielen ist es echt cool und immersiv, aber für ein Let's Play ist es halt etwas kontraproduktiv, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. 20% Filterhaltbarkeit. Nomad schnauft. Okay. Leichen. So, wo ist die Station? Ich brauche dringend die Filterstation. Da sind Gegner. Ich mach den weg. Ich muss an die Filterstation. Alter, da siehst du ja gar nichts drin. Oh oh, 10% Filterhaltbarkeit. Bitte, bitte lass mich nicht entdeckt werden. Alter. Uiuiui. Da atme ich doch auch schon mal im Real Life durch. Überall liegen Leichen. Ich gehe mal ein bisschen langsamer vor. Wo sind meine Kameraden? Team, bei mir sammeln. Bei mir neu gruppieren. Okay, auf dem Weg zu dir. Okay. Ich gehe rein. Wir sind bereit. Hier muss es Aufklärungsdaten geben. Okay, alles sauber. Bei den Leichen. Entschuldigung, aber bei dem Lauch musste das einfach sein. Was für ein Gift das auch ist. Es wirkt schnell. Die hatten nicht mal Zeit zu fliehen. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen blöd, ne? Im Spiel wissen wir noch gar nicht, dass es Ember Ruin ist, aber aufgrund des Trailers wissen wir es schon, dass es Ember Ruin ist. Also ist ein bisschen doof. So, wir hatten doch noch irgendwo einen so einen Punkt. Vielleicht bei einer anderen Leiche? Hier ist es. Totenstill. Das sind tote Tiere. Mehr Leichen? Hat die was? Nee. Bestimmt in den anderen Häusern. Sauber. Ich höre hier überall Gegner. Check mal die Lage. So generell. Auch um zu gucken,
wo wir jetzt genau hin müssen. Hier haben wir die Filterstation, an der waren wir. Also hier hatten wir Informationen bei dem Leichnam. Da liegen auch noch Leichen. Okay, da drüben. Alles klar. Dann müssen wir wo wir hingehen. Da vorne haben wir einen. Negativ, Kontakt negativ, Kontakt negativ. Oh. So eine Scheiße. Feuer auf mein Kommando. Rainbow, aufwarten. Ziel markieren. Hier gibt's nichts zu berichten. Hier bei mir. Hat der mich gerade Rookie genannt? Ziel avisiert. Alles klar, und ich nehme den da vorne. Feindliche Soldaten. Angegriffen, runter! Shit. Ah, verdammt. Naja, machen wir mal schnell hier. Komm, schneller. Gott. Aufpassen, wir sind nicht allein. So eine Leichenstarre habe ich noch nie gesehen. Sentinel benutzt Zivilisten als Versuchskaninchen. Oh, toll. Sentinel benutzt Zivilisten als Versuchskaninchen. Das hatten wir ja noch nie. Das gab es ja noch nie in der Geschichte von Sentinel. Warum machen die denn sowas auf einmal? Okay, ich weiß, sie sind hier und ich werde sie finden. Schon wieder nur 40% Filterhaltbarkeit. Wo ist der? Da. Zack. Ziemlich guter Schuss. Also, geht kein Risiko ein, bis wir sie haben. Weitere Feinde hier in diese Richtung. Da vorne haben wir noch einen Filter. Eine Filterstation, da haben wir auch noch eine Filterstation. Gibt einen Haufen hier, das ist gut. So, und da haben wir weitere Infos. Sehr gut. Dann rücken wir dorthin vor. Eigentlich können wir hier auch aufrecht gehen. Wir sind nicht allein. Wollte ich gerade sagen. Ich habe jemanden entdeckt. Boah, was? Da! Alter. Was? Die entspannen sich? Die denken, wir wären weg? Gerade hat einer auf mich geschossen. Die Infos schnapp ich noch, dann tausche ich den Filter aus. Die Körpertemperatur ist niedrig. Der Angriff muss eine Weile her sein. Aber das Gas liegt immer noch in der Luft. Kein gutes Zeichen. Filter bei 20. Dann nochmal. Wo steckst du? Komm raus. Ich bin hier. Moin. Mein Mutter! Hilf! Wow. Hey. Danke, alter Mann. Was? Was? Er nennt mich Rookie und ich nenne ihn alter Mann? Geil. Alles sauber hier. Das ist cool. So, wo war diese Filterstation? Wird langsam knapp hier. Da ist er. Die armen Relines. Schade. Oh. Das war aber allerhöchste Eisenbahn. Allerhöchste Eisenbahn. Moment, sagt halt auch leider nicht immer was, ne? Gibt's noch Feinde hier? Also, sagt nicht immer was zum Filterstatus. Da höre ich noch Stimmen da. Aber schauen wir mal, was gibt's denn hier für Infos? Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Internes Memo des befehlshabenden Sentinel-Offiziers zum Gastest. Eine Nachricht des Sentinel-Offiziers, der die Feldversuche mit Amber Ruin leitet. Er meint, er käme bald mit dem Helikopter, um den Fortschritt der Tests und die Ergebnisse des Einsatzes von Amber Ruin an den Selbstversorgern zu analysieren. Also lesen ist... war mal besser.
sichern Sie das Lager. Gut, machen wir. Kein Problem. Das Boot ist gestrandet, oder? Okay. Vollauto. Da sind Zivilisten im Zielgebiet. Aufgepasst, wir haben Gesellschaft. Zivilisten? Ja, tote Zivilisten sehe ich hier, ganz viele. Aufpassen, die sind in der Alarmbereitschaft. Oh. Da, ich habe einen Scheinwerfer gesehen. Oder ist das nur... Ach, das war von der Sonne. Im Gas. In dem Haus habe ich noch gar nicht nachgeschaut, ne? Das war das erste Haus. Ich höre Schritte außerhalb des Hauses. Was? Irgendwas hat da gerade ein Geräusch gemacht. Ja, ich war das. Wir sollten mal nachsehen. Ja, mach das. Zack. Lager gesichert. Bleiben Sie versteckt, bis der leitende Offizier landet. Gut, dann suchen wir uns mal einen schönen Busch, in den wir uns reinsetzen können. Hier, das sieht doch nett aus. Müssen wir nur warten, bis der Offizier kommt. Wie hoch geht das Gas eigentlich? Ungefähr bis zu den Baumkronen, okay? Das geht echt weit, Alter. Das ist echt riesig, dieses Gasgebiet. Aber wo ist der Offizier? Ach, da hinten kommt er. Meter. Dann kommen wir ihm doch mal entgegen. Ist wohl da unten irgendwo gelandet. Kein Problem. Oder soll ich mich dort verstecken? Rennen bzw. sprinten ist übrigens keine gute Idee, weil der Gasfilter dann so schnell an Haltbarkeit verliert. Ah, schon haben wir nur 40%, ne? Was habe ich gesagt? Ja, ich soll tatsächlich hier in diesem Gebiet versteckt bleiben. Na gut. Ich habe ja noch ein paar Gasfilter dabei, also kein Problem. Muss ich jetzt doch tatsächlich in das Haus? Na gut, da gehe ich eben in das Haus. In dem Helikopter muss der Offizier sein, der den Versuch geleitet hat. Ich brauche Deckung, um mich ranzuschleichen. Wenn ich so rausgucke, ist das Gas ganz weit weg. Wenn ich rauskomme, ist es plötzlich ganz nah. Und irgendwie passt da was nicht. Ich höre Helis. Sind die? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Oh, da vorne. Alles klar. Was sollen wir tun? Ich vermute verhören. Genau, verhören. Als ich im Irak war, habe ich nie zu Hause angerufen. Ich wechsle mal den Filter. Der Scheißjob hat mich 2 Ehen gekostet. Aber ich kann nicht aufhören. Pech gehabt. Ich hab's gern schnell und sauber. Ich weiß ja nicht, ob es so gut ist, hier aus diesem Gasgebiet eine Ananas mitzunehmen. Schön, dass die sich so schön separieren hier. Alle sitzen so einzeln darum. Perfekt. Moin. Oh mein. Einer ist tot! Zack. Und einer verwundet. Moment mal. Auf dem Platzkopf bei den Selbstversorgern, die hier tot rumliegen. Ne? Na dann, schieß mal los. Was hast du denn so an Infos für uns? Warum hat Sentinel den Hof angegriffen? Wir wollten Amber Ruin an einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe testen. Die Bewohner waren die perfekten Kandidaten für den Datensatz. Das waren unschuldige Menschen. Was ist mit den Daten geschehen?
Meine Männer haben alles auf einem Boot am Fluss gesammelt. Das Boot werde ich Ihnen abnehmen. Aber sowas von. Ach, guck mal. Noch Gegner. Noch Infos? Nee. Hat aber einen Gasfilter fallen lassen. Zack. Gar nicht schlecht. Ja, das hier ist also das Boot. Wunderbar. Da steigt doch ein. Er steigt nicht ein. Mach doch. Geht doch. Okay. Alles einsteigen, bitte. So, wohin? Mit dem Ding? Wohin? Ich beantrage eine Versetzung. Das ist doch scheiße. Zum Übergabepunkt, wo. Ach, da drüben. Okay, also in die Richtung. Ich sehe gar nichts. Heilige. Ich sehe legit nichts. Da müssen wir durch. Oh, ich sehe ja nichts. Vielleicht soll ich doch diese Ansicht hier aktivieren. Heilige. Boah, und explosive Fässer auf dem Fluss. Na prima. Ich muss sagen, das hier erinnert mich gerade ein bisschen an eine Mission in Gottfried Wildlands. Und dieser Rand hier, der blaue, der bedeutet übrigens, dass unsere... Ich vergesse immer, wie die heißt. Die eine Rainbow Six-Kameradin hier hat uns ein bisschen geheilt. Das kann die nämlich. Ash kann Fahrzeuge zerstören. Finca, so heißt sie. Finca kann heilen. Und Thorn kann EMP-Granaten werfen. Boah. Yo. Wo lang? Da lang. Immer den roten Fässer nach. Ich wage mal zu behaupten, dass wir diese Mission, diese Mission mit unseren normalen Kameraden nicht geschafft hätten. Ach du Scheiße, nicht geschafft hätten. Denn die können uns nicht einfach so während der Fahrt heilen. Hui, das war ein Ritt. So, da vorne ist der Übergabepunkt. Da wartet auch schon Dr. Ballard auf uns. Verlassen Sie das Boot. Ja, mache ich. Darf nicht stranden. Das Boot darf nicht kaputt gehen. Uiuiui, bös verletzt. Ja. Lieber mal heilen. Nicht, dass da nach dem Dialog mit Dr. Ballard noch was passiert. Und wir nochmal irgendwie angegriffen werden und ich da rumhumple. Oh, Alter, ja, guck mal. Genau das richtige, Finca. Zack, bam. Unten links sehen wir auch das Heilungssymbol. Krass. Der ist einfach komplett hochgeheilt. Nice. Danke, Finca. Nett, Sie wiederzusehen, Nomad. Ist eine Weile her. Tja, ich hätte mir einen schöneren Anlass gewünscht. Mit etwas Glück werden uns diese Daten weiterhelfen. Dann können wir an einem Gegenmittel für diese neue Bedrohung arbeiten. Sie sind vermutlich der Einzige, der das schaffen könnte, Doc. Das war's? Und jetzt? Müssen wir ihm folgen? Nein, die Mission, der Einsatz ist abgeschlossen. Alles klar, sehr geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie... Hallo, ich habe euch gerade ein Boot mit Informationen beschafft. Ja, dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge. Entweder heute noch oder morgen. Und ja, dann geht's weiter. Ich freue mich drauf. Nomad, hier ist Legion. Mit Dr. Ballards Hilfe können wir diese Gefahr neutralisieren. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir müssen die Gasproduktion stoppen und alle Käufer identifizieren. Ich warte auf weitere Befehle. Verstanden. Legion out. Okay. Gut, dann ist die Mission eben jetzt vorbei. Ja, dann Bis zum nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.